Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TUC Talk. Wir bedanken uns bei Ihnen für die zahlreichen Rückmeldungen bezüglich unserer Sendung und werden versuchen, Ihre Anregungen aufzugreifen. Heute melden wir uns aus dem alten Heizhaus und wollen das Thema Transfer und Weiterbildung vorstellen. Unser heutiger Gast ist leidenschaftlicher Fußballfan, liebt die sonnigen Orte dieser Welt und gehört zu den Menschen, für die das Glas immer halb voll statt halb leer ist. Professor Dr. Uwe Götze. 1960 in der kleinen niedersächsischen Gemeinde Kirchprack geboren, studierte und habilitierte Professor Götze im Bereich der Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität in Göttingen. 1997 verlagerte der gelernte Industriekaufmann seinen Wohnsitz nach Chemnitz und fühlt sich inzwischen mit dem Upgrade von Niedersachsen zum Sachsen sehr wohl. Seither ist er als Inhaber der Professur Unternehmensrechnung und Controlling tätig, die er als einzigartige Schnittstelle zwischen Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften betrachtet. Zugunsten des Prorektorats Transfer und Weiterbildung legte er sein Amt als Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften nieder. In seiner neuen Position ist er nun ein wichtiges Bindeglied zwischen Universität und Wirtschaft. Herr Götze, ich freue mich, Sie bei TUC Talk begrüßen zu dürfen. Vor Ihrer Amtsübernahme im vergangenen Oktober hieß das Prorektorat noch Wissens- und Technologietransfer. Nun wurde es umbenannt in Transfer und Weiterbildung. Sind denn trotz des neuen Namens die Inhalte, Ziele und Aufgaben die gleichen geblieben? Ja, die Aufgaben, Inhalte und Ziele sind weitgehend gleich geblieben. Der Verantwortungsbereich Transfer und Weiterbildung umfasst ein breites Spektrum an Aufgaben. Das reicht von der Verwertung geistigen Eigentums, zum Beispiel im Rahmen der Patentierung, über Entwicklungs- und Beratungsprojekte, die Förderung von Unternehmensgründungen und das bis hin zu gesellschaftlich relevanten Beiträgen für die Stadt Chemnitz und die Region. Oder aber, wenn man es anders sieht, lebenszyklusbezogen von der Kinderuniversität über den Career Service für unsere Studierenden und Absolventen und Weiterbildungsangebote bis hin zur Senioren-Uni. Ich hatte ja schon einige Erfahrung in der akademischen Selbstverwaltung und hatte gedacht, ich könnte mir ein relativ gutes Bild von den Aufgaben im Rektorat machen. Dennoch bin ich jetzt schon etwas überrascht von der Menge und Vielfalt an strategischen und operativen Herausforderungen in meinem Verantwortungsbereich und vor allem im Rektorat insgesamt, den man dann doch unter ziemlichem Zeitdruck zuweilen begegnen muss. An den staatlichen Hochschulen erscheint der Bereich Transfer im Vergleich zu Forschung und Lehre weniger stark ausgeprägt. Sehen Sie daher speziell für dieses Aufgabengebiet einen entsprechenden Entwicklungsbedarf? Ja, mein Vorgänger im Amt, Andreas Schubert, hat hier schon eine sehr gute Basis geschaffen, wofür ich ihm ganz herzlich danken möchte. Dennoch gibt es eben diesen von Ihnen angesprochenen Entwicklungsbedarf. Wir müssen das Bestehende bewahren und weiter vorantreiben. Dazu werden wir eine Reihe von Aktivitäten ergreifen. Wir werden die Transferstrategie überarbeiten. Wir werden ein Transferaudit durchführen, von dem wir uns externe Impulse für die Transferaktivitäten versprechen. Wir werden versuchen, die Mitglieder der Universität für die Möglichkeiten des Transfers zu sensibilisieren und die internen Transferprozesse zu verbessern. Da sehe ich Potenziale unter anderem an den Schnittstellen zwischen den einzelnen Professuren, Fakultäten, den Aninstituten und zentralen Einrichtungen und auch Universitätsverwaltung und Leitung. Dann wollen wir das Netzwerk mit den externen Stakeholdern stärken. Das umfasst die Kooperation mit den größeren Unternehmen, die in der Region ansässig sind, ebenso wie mit KMUs und auch mit der Stadt Chemnitz. Konkrete Beispiele dafür sind die Zusammenarbeit in der Fachkräfteallianz, die Unterstützung der Stadt Chemnitz im Rahmen ihrer Bemühungen bei der Bewerbung um die europäische Kulturhauptstadt. Und wir wollen auch themenbezogene Wirtschaftsforen etablieren. Schließlich ist ein Punkt die Initiierung und dann auch Begleitung von Transferprojekten. Diese sollen auch dazu dienen, dass wir die Transferaktivitäten kofinanzieren.
wobei wir das Spannungsfeld haben zwischen der Einwerbung externer Mittel, um die eigenen finanziellen Ressourcen zu bewahren, und aber auch der Dauerhaftigkeit, die natürlich für die Transferangebote anzustreben ist. Die TU Chemnitz wurde ja vor kurzem im Rahmen einer Studie vom sogenannten Gründungsradar 2016 als beste Gründeruniversität in Sachsen bewertet. Dieser Erfolg ist unter anderem auf das Gründernetzwerk Saxit zurückzuführen, welches im Zeitraum von 2006 bis 2016 insgesamt 540 Gründungsprojekte begleitete. Wie sehen Sie denn selbst die Gegenwart und die Zukunft der Unternehmensgründungen an unserer Universität? Ja, die Gegenwart sehe ich erst einmal positiv. Das ist ein sehr schöner Erfolg, der dort dokumentiert ist. Das Gründungsnetzwerk Saxit ist eines der ältesten deutschen Gründungsnetzwerke und inzwischen gut etabliert. Wir haben zudem mit Unterstützung der Sparkasse Chemnitz eine Stiftungs-Juniorprofessur für Entrepreneurship einrichten können. Es gilt jetzt, die damit bestehenden Angebote zu erhalten und dann auch weiter zu verbessern. Ansatzpunkte sind auch hier wieder die Sensibilisierung der innovationsaffinen Mitarbeiter und Professuren der TU, die Verbesserung der Prozesse, der internen Prozesse an den Schnittstellen hier zwischen diesen Personen und Saxit und eben auch die Etablierung eines noch klarer sichtbaren und durchgängigen Betreuungsangebots. Ein weiterer Punkt, wir haben den Fokus bisher stark auf Unternehmensgründung gerichtet. Das sollte erweitert werden, auch noch stärker in Richtung Nachfolge von Unternehmen, auch ein gesellschaftlich relevanter Punkt. Und dazu gibt es auch bereits erste Projekte. Im Bereich der Weiterbildung hat sich das An-Institut TUKIT als Dienstleister durchgesetzt, der Weiterbildungsangebote vermarktet und abwickelt. Zudem hat unsere Universität diverse Weiterbildungsstudiengänge sowie Zertifikatskurse im Angebot. Können wir denn mit Ihnen im Amt auf eine Fortsetzung dieser Bemühungen hoffen? Selbstverständlich, zumal ich selbst auch als Dozent im Bereich der Weiterbildung aktiv bin und das als sehr bereichernd ansehe. Ja, wir haben dort einige etablierte und erfolgreiche Angebote mit dem fachlichen Hintergrund, vor allem in den Wirtschaftswissenschaften, im Maschinenbau, in Pädagogik und Psychologie. Diese werden gegenwärtig erweitert durch die Initiative einiger Kollegen um einen Studiengang zur Inklusionspädagogik, um Deutsch als Zweitsprache und um das sogenannte Seiteneinsteigerprogramm für Lehrer. Also wir reagieren damit schon recht kurzfristig auf aktuelle Bedarfe. Für die Zukunft müssen wir anstreben, dass wir wie bisher es schaffen, die besonderen Anforderungen in der Weiterbildung bei diesen Studienangeboten zu erfüllen, nämlich gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Lehre auf universitärem Niveau anzubieten, die Studierbarkeit zu sichern, denn das ist ja berufsbegleitend in der Regel, und außerdem eben auch eine gewisse Marktgängigkeit zu sichern. Und das ist schon für diese Weiterbildungsangebote immer eine herausfordernde Daueraufgabe. Außerdem wollen wir das Programm natürlich erweitern, und insofern sind Ideen von Kollegen, gern auch aus Bereichen, die bisher nicht so in der Weiterbildung aktiv waren, sehr willkommen. Noch ein Wort zu TUKIT. Ich kann mir gut vorstellen, dass die TUKIT auch zukünftig stärker im Bereich des Transfers aktiv wird. Erste Ansatzpunkte sind die Etablierung des Chemnitz Automotive Institute, einige Transferprojekte in der TUKIT und eben auch die Umfirmierung. Seit kurzem heißt das An-Institut eben Institut für Transfer und Weiterbildung. Wie wir eben im Videosteckbrief schon erfahren haben, sind Sie ja nicht nur Prorektor für Transfer und Weiterbildung, sondern zugleich auch der Inhaber der Professur Unternehmensrechnung und Controlling. Wie ist denn für Sie dieser Spagat zwischen Prorektorat, Lehrer und Forschungsinteressen zu meistern? Ja, das ist in der Tat ein ganz schöner Spagat. Mit der Wahl zum Prorektor war ja erst einmal verbunden, dass ich zurückgetreten bin vom Amt des Dekans der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Das ist mir nicht ganz leicht gefallen, und insofern bin ich froh, dass das sehr gut kompensiert wird durch die vielfältigen, reizvollen Aufgaben im Rektorat. Ja, Unternehmen habe ich schon in den ersten Monaten der Amtszeit erfahren müssen, dass es nicht ganz einfach ist, die Aktivitäten als Prorektor mit denen als Lehrstuhlinhaber gut zu vereinbaren.
Ich bin aber zuversichtlich, dass mir dieser Spagat weiterhin angesichts der tatkräftigen Unterstützung im Rektorat und eines sehr guten Lehrstuhlteams, das mir den Rücken frei hält, gelingen wird. Und dafür möchte ich mich an der Stelle auch ganz herzlich bedanken. Herr Götze, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns Einblicke in Ihre Arbeit gewährt haben. In unserer nächsten Ausgabe begrüßen wir Professor Dr. Lothar Kroll, welcher unter anderem der Inhaber der Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung und der Koordinator des Bundesexzellenzclusters Mörth ist. Nutzen Sie die Möglichkeit und schicken Sie uns Ihre Fragen zum Thema an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal im März wieder. Bis dahin!